Es ist eine Einheit, dass man diese verschiedenen Aspekte des Menschen und des Lebens, den körperlichen, den seelischen, den sozialen, den psychischen und spirituellen, zusammensieht. Ich habe im Europäischen Parlament einen Bericht gemacht, Generationengerechtigkeit. Da ging es darum, wie gehen wir miteinander um? Welche Werteorientierung haben wir? Wie erreichen wir, dass Jung und Alt gemeinsame Sachen machen können? Haben wir nicht die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass wir aufeinander zudenken, statt immer zu sagen, jeder hat nur seinen speziellen Interessensbereich. Und es geht auch um die Auseinandersetzung mit sich selber, mit anderen Menschen. Also ich stelle immer mehr fest, dass wir eine große Herausforderung vor uns haben. Und ich glaube, dass es darum geht, dass wir uns etwas einfallen lassen, dass wir uns neue Bewegungsformen einfallen lassen. Die kommunalen Seniorenvertretungen sind Multiplikatoren, die auch Dinge transportieren, sei es organisatorischer oder auch inhaltlicher Art in dem Ort, wo sie leben. Bei meinem Beitrag geht es um die Pflege der Zukunft. Wie kann man sich das vorstellen? In der Veranstaltung selber hört man ja sehr viel, was man selber machen kann, an Bewegung, Ernährung und so weiter. Und bei mir geht es letztendlich darum, was kann man mit Hilfe von Technik noch alles machen, damit man länger zu Hause wohnen bleiben kann, selbstständig zu Hause wohnen bleiben kann. Wir werden heute Nachmittag den Besuchern dieses Kongresses den Bewegungsparcours zeigen. Das sind 8 Geräte, die optisch sehr schön gestaltet sind, ansprechend, die Leute auch neugierig machen. Wir haben 2 angeleitete Übungseinheiten, die wurden in der Zeitung veröffentlicht und wir haben auch eine regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit. Das wird auch überall publiziert, auf dem Internet und überall. Die Leute können dann kommen, jemand, der neu ist und noch nicht weiß, wie diese Geräte funktionieren, kann sich dort unter Anleitung das Vorgehen zeigen lassen und kann dann jederzeit eigenständig alleine den Parcours besuchen. Aber es hat sich gezeigt, die Leute kommen gerne in Gruppen und dieses Gruppenerlebnis macht den eigentlichen Spaß aus. Der Bewegungsparcours ist speziell daraufhin gestaltet worden, dass motorische Defizite oder Defizite, die im fortgeschrittenen Alter entstehen können, durch angeleitetes Training von unseren qualifizierten Übungsleitern aufgefangen wird und den Menschen auch Angst vor Bewegung, die im Lauf des Alters, Lebensphasen entstanden ist, wieder genommen wird, dass sie selbstbewusster werden und, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie gemeinsam etwas machen und dabei den Bewegungsparcours auch als Begegnungstreff erleben können. Mit der Hanauer Kur- und Badeanlage in Wilhelmsbad hatte der Erbprinz schon 1780 ein Gesundheitsförderungsprogramm für den europäischen Hochadel und das Bürgertum initiiert. Bewegungsprogramme mit Barfußlaufen, die Damen zogen das Korsett aus, Kegeln, Karussellfahren, Ernährung zusammen mit dem Badearzt und gesellige Programme am Abend. Alles Ingredienzen, von denen die WHO heute sagen würde, das sind Elemente eines Rezepts für gesundes Altern. So freue ich mich, heute Morgen zusammen mit Frau Wettlers, Sie alle hier begrüßen zu dürfen und das Grußwort an unseren Staatsminister, Herrn Stefan Büttner, zu übergeben, der schon im Jahr 2004 während seiner Zeit in der Staatskanzlei als Beauftragter des Landes für demografische Fragen gefordert hatte, wir wollen das Potenzial des Alters sichtbar machen. Es gibt eine breite Diskussion darüber, wie wir zukünftig mit der Alterung der Gesellschaft umgehen und den damit auch verbundenen Fragestellungen. Das ist ausgesprochen erfreulich, denn die Herausforderungen, vor denen wir uns gestellt sehen, werden nicht geringer, sie werden eben eher größer. Aber auch die ganz großen und aktuellen Themen der Politik, wir sehen, dass das bei der Bundesregierung auch in der Zwischenzeit einen entsprechenden Stellenwert dieser Tage bekommen hat, hängt mit der Fragestellung des demografischen Wandels zusammen. Ob wir über die Ärzteversorgung im ländlichen Raum, über Fragen der gesundheitlichen Prävention und Vorsorge, über die Organisation der Pflege, über die Zukunft der Rente und der anderen sozialen Sicherungssysteme, über den Fachkräftenachwuchs oder über neue Konzepte der Seniorenpolitik diskutieren, übersteht die demografische Entwicklung
insgesamt im Vordergrund. Das, was für uns spannend ist, ist an dieser Stelle die Frage, wie wir im Grunde genommen die demokratische Entwicklung mit den aktiven Akteuren, mit denen, die an dieser Stelle auch im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Geschehens stehen, gemeinsam gestalten können. Dieser generationenübergreifende Gedanke, wie können wir für Kinder, für Familien und für ältere Menschen eine Gesellschaft gestalten, in der es möglichst allen gut geht, in der sich alle wohlfühlen, in der alle gerne leben. Ich denke, dieses realistische Altersbild, das ist es, was wir anstreben müssen, indem wir jetzt nicht von Menschen etwas verlangen, bei dem sich plötzlich ungewollt alle überfordert fühlen, sondern was wirklich an diesem Begriff Lebensqualität und Wohlbefinden ansetzt. Wir können nur die Angebote schaffen, gemeinsam dazu, dass jeder die Chance hat, gesund und aktiv älter zu werden. Wir sollten aber nicht dazu kommen, zu sagen, jeder muss das eine oder andere tun oder ist verpflichtet oder es gibt sogar Systeme, entsprechendes, ich sage jetzt mal in Gänsefüßchen, Fehlverhalten etwa zu sanktionieren. Es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, dass das mit Wohlbefinden und Lebensqualität nichts zu tun hat. Ich habe im Europäischen Parlament den Bericht Generationengerechtigkeit gehabt. Im April 2010 wurde ich als Berichterstatter ernannt, habe dann die Gelegenheit genutzt, Papiere einzuarbeiten, auch aus Ihrem Kreise, aber also Erfahrungen von der Bundes- und Landesebene genauso berücksichtigt, natürlich wie aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und ich denke, am Schluss ein Bericht entstand, mit dem man bei allen Kompromissen und bei allen Schwerpunkten, die immer unterschiedlich zu sehen sind, zu sagen, das werden wir gemeinsam mittragen. Im November 2010 habe ich eine klare Mehrheit für diesen Bericht mitbekommen. Und wenn ich daran denke, im Januar, am 10. Januar dieses Jahres, waren wir mit dem Stefan Grüttner in der Hessischen Landesvertretung in Brüssel und haben das ja eingeläutet und haben deutlich gemacht, welche Planungen sind von Hessen aus gesehen. Da war der Saal rappeldicke voll. Das war die erste offizielle politische Veranstaltung, die insgesamt stattfand. Bei uns in Brüssel erst danach kamen die anderen Landesverbände und auch die anderen Mitgliedstaaten. Also die Hessen waren die ersten. Hanau Stadt im Wandel und im Aufbruch, nicht nur was Themen wie Innenstadtentwicklung, Konversionsflächenentwicklung angeht, auch eine Stadt, die wächst. Wir sind in den letzten 18 Monaten 1632 Menschen mehr geworden. Bemerkenswert übrigens, dass wir gegen manchen demografischen Wandel, der natürlich gesamtwirtschaftlich genauso auch ist, sogar nicht nur mehr werden, sondern ein ganz, ganz klein wenig sogar jünger werden. Ändert aber nichts, dass wir selbstverständlich vor den Herausforderungen des demografischen Wandels, der Gesellschaft des langen Lebens auch vor großen Herausforderungen stehen, auch als Stadt. Und die Prävention altersspezifischer Erkrankungen spielt hier eine besondere Rolle. Einen Überblick über den Gesundheitszustand der Senioren in Hessen bietet der im vergangenen Jahr veröffentlichte erste hessische Gesundheitsbericht. Er zeigt, die häufigsten Erkrankungen bei älteren Menschen sind Herz-Kreislauf-Beschwerden, Diabetes, Depressionen sowie Erkrankungen des Atmungs- und Bewegungsapparates. Ein gesundheitsbewusstes Leben kann sicher nicht jede Erkrankung verhindern, aber die Risiken werden doch erheblich verringert. Dass die Mehrzahl älterer Menschen heute so aktiv und jugendlich wie nie zuvor lebt, eröffnet gerade der gesundheitlichen Prävention sehr gute Chancen und Perspektiven. In einer älter werdenden Gesellschaft wird deshalb die Nachfrage nach diesen Präventionsangeboten wachsen. Und gleichzeitig wächst aber auch die Aufgabe, Menschen anzusprechen, die diese Angebote noch nicht nutzen. Wir planen die Umsetzung der Familienpflegezeit in den Behörden des Landes Hessen im Rahmen eines Modellversuchs. Wir wollen aber gleichzeitig auch die Unternehmen in Hessen dazu ermuntern, diese Möglichkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege anzubieten. Also die Seele, die geistige Gesundheit, wie Leute denken und umdenken, das ist zum Beispiel die schwierige Aufgabe im Alter. Denn alles, was ich bisher gedacht habe,
immer richtig war. Und wenn es nicht richtig war, dann habe ich meinem Mann gesagt, das ist aber richtig. So, und nun bin ich plötzlich in einer Situation, wo ich umdenke. Das ist verdammt schwer. Wo ich nicht mehr recht habe. Wo nicht mehr gilt, was ich gelernt habe. Ich habe ein Schlussdokument, was ich sehr schön finde, zu dieser Frage, was habe ich gelernt im Leben? Das ist ein Text, den Charlie Chaplin zu seinem 70. Geburtstag geschrieben hat, und mit dem möchte ich schließen. Als ich nicht zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Freude und Spaß macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen, von allem, was mich immer wieder herunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, dass es Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur diesen Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute, jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Und als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweise. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist Leben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.